Hallo und herzlich willkommen bei Typisch Deutsch. Unser heutiger Gast ist Generalsekretär des Goethe-Instituts und damit ein Kulturbotschafter Deutschlands in der Welt. Herzlich willkommen, Johannes Ebert. Hallo, Herr Schumacher. Schön, dass Sie da sind. Ja, aufgewachsen ist der gebürtige Schwabe in einem kleinen Ort südlich von Ulm und von da aus ist er ganz schön in der Welt rumgekommen. Sein Kampfauftrag, Deutschland als Sprache international voranzubringen, seine Waffe, das Wort. Mit Johannes Ebert spreche ich über Sprache, Spätzle und Sprechgesang und über das Leben in Deutschland. Herr Ebert, die Hälfte des Jahres sind Sie in der Welt unterwegs. Was ist das hartnäckigste Vorurteil, das Ihnen über uns Deutsche begegnet? Na, das hartnäckigste Vorurteil, also wir ernst sind, manchmal langweilig, sehr seriös, immer pünktlich. Also eigentlich die Vorurteile, die man auch allgemein kennt und von Deutschen erwartet. Aber stimmt doch eigentlich gar nicht, oder? Ja, manchmal stimmt's und manchmal stimmt's nicht. Also wie immer bei Vorurteilen. Es ist immer so ein Kern Wahrheit. Meine Frau sagt immer, ich sei fürchterlich unpünktlich. Naja, das ist wahrscheinlich ihr Einzelfall. Ich bin auch manchmal unpünktlich. Aber ich denke, so ein Kern der Wahrheit ist ja in Klischees immer wieder drin. Aber ich denke, auf der anderen Seite stimmt's natürlich nicht. Ja? Helfen diese Klischees eigentlich, also wenn man sich so gar nicht kennt, zumindest mal so ein bisschen einzuordnen? Oder finden Sie das eher lästig? Na, ich glaube, Klischees helfen schon ein bisschen, um eine Ordnung ins System zu bringen und das Gegenüber einzuordnen. Und ich glaube, Klischees sind ja auch per se nicht schädlich. Sie sind dann schädlich, wenn sie benutzt werden und instrumentalisiert werden im negativen Sinne. Ja, wie der ordentliche Deutsche, der dann auch irgendwie im militärischen Sinn aktiv ist oder so, dann wird's negativ. Aber grundsätzlich helfen Klischee auch uns, ein bisschen die Dinge einzuordnen. Als Schwabe sind Sie da natürlich gestraft. Ich bin gestraft. Sie erfüllen ja, genau. Alle diese Klischees, Sie müssen nein, die erfüllen. Nein, ich erfülle die nicht, aber ich bin sparsam, natürlich, klar. Und, ja. Und ich habe einen Akzent, ja, den hört man natürlich immer noch, ja. Weiß man im Ausland, was der Schwabe ist? Ich meine, den Bayern, den kennt man, der hat Lederhosen und trinkt Bier. Ist der Schwabe auch so ein, ich sag mal, so typisch deutscher Vertreter? Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, dass Bayern vielleicht wirklich stärker erkannt werden als Schwaben. Mhm. Also ich höre immer, man kann mich gut verstehen, weil ich etwas langsamer spreche vielleicht, als man in Norddeutschland spricht. Aber ich glaube, es ist kein so ein starkes Klischee, der Schwabe im Ausland. Eher in Deutschland. Wobei Schwaben, interessant, der Automobilbau, ob man jetzt Porsche oder Mercedes oder was nimmt, kommt daher. Ne? Also ich hatte, als ich den Dienstantritt hatte, in der Südwestpresse Ulm einen Artikel, da stand über der globale Schwabe. Ja. Und das ist nicht selten. Schwaben sind überall. Also wenn Sie mal in der Welt reisen, Sie werden überall Schwaben finden. Also insofern sind wir da, ja, sag ich mal. In Berlin könnte ich Ihnen Geschichten erzählen. Gibt ja mehr Schwaben als Berlin. Oh ja, es gibt schon erste Proteste gegen eine Überschwabung, aber das ist ein anderes Thema. Nee, das ist auch nicht gut. Sehen Sie, da werden die Klischees negativ. Dann. Ja. Das ist dann nicht gut. Johannes Ebert, unser globaler Schwabe aus Vöhring an der Iller und dann hinaus in die große, weite Welt. Seit Mai 2011 leitet Johannes Ebert das Goethe-Institut als Generalsekretär. Von der Zentrale in München aus betreuen er und sein Stab die weltweit 149 Institute und 11 Verbindungsbüros in 93 Ländern. Ein normaler Arbeitstag beginnt um 8 Uhr und dauert häufig 11 Stunden und mehr. Als Generalsekretär ist Johannes Ebert zugleich der oberste Kulturmanager. Sein Arbeitstag in München besteht vor allem aus Telefonaten, Besprechungen und Konferenzen. Allzu oft sehen die Goethe-Mitarbeiter ihren Chef allerdings nicht in der Münchner Zentrale. 50% seiner Arbeitszeit ist er unterwegs, häufig im Ausland. Um neue Projekte anzuschieben, wie hier beim Urban Mela im indischen Mumbai oder in Johannesburg. Neben einer umfassenden Förderung der deutschen Sprache engagiert sich das Goethe-Institut auch für eine kulturelle Zusammenarbeit mit anderen Ländern und vermittelt unter der Federführung der Institutsleiter im Ausland ein aktuelles Bild von Deutschland. In der Münchner Bibliothek werden die zahlreichen Projekte des Goethe-Instituts dokumentiert. Wir haben in verschiedenen Ländern Übersetzungsprogramme für die Kinderbücher. Das ist jetzt beispielsweise aus der arabischen Welt, Alem al-Qisasat, die Welt der Geschichten. Geboren wird Johannes Ebert 1963 in Ulm. Nach dem Abitur 1982 studiert er Politologie und Islamwissenschaften in Freiburg und Damaskus.
Anschließend macht er zunächst ein Volontariat bei einer Tageszeitung, landet aber bald darauf beim Goethe-Institut, wo er ab 1991 verschiedene Stationen durchläuft. So wird er unter anderem Institutsleiter in Kiew und Regionalleiter in Kairo und Moskau. Nach Besprechung einer internationalen Konferenz von Deutschlehrern in der Münchner Zentrale. Immer im Fokus, Deutsch als Sprache weltweit voranzubringen. Und heute ist er zu Gast bei Typisch Deutsch, Johannes Ebert. Föhringen an der Iller gehört jetzt nicht zu den ganz großen deutschen Metropolen. Ihre Eltern waren eher bodenständig, Drogeriebesitzer, also hatten ihr Ladengeschäft. Mhm. Wie kommt man da raus? Das ist eine spannende Frage. Also ich bin schon als Jugendlicher über eine Freundschaft mit einem Franzosen mit 13 Jahren nach Algerien gereist und dann immer wieder nach Frankreich, in Europa habe ich Reisen gemacht. Ja. Aber eher untypisch für einen Föhringer Jungen. Ich glaube schon. Ja, ich glaube, das war untypisch. Aber ich stamme aus einer bodenständigen Familie. Meine Schwester und mein Bruder wohnen immer noch dort. Mhm. Und ich bin auch oft mit meiner Familie dort. Das gibt schon auch, wenn man so viel unterwegs ist, einen gewissen Halt, dass es so eine Basis gibt. Aber Sie haben so einen Fernweg. Ja, ich hatte Fernweg. Ich wollte weg. Ich wollte dann mit 19 wollte ich weg und habe dann gesagt, ich studiere Islamwissenschaft, das ja auch untypisch ist für einen Föhringer Jungen. Extrem exotisch. Wir befinden uns in den 70er, 80er Jahren. Ja, aber ich habe unheimlich viel gelesen als Kind und mich auch für die arabische Welt interessiert und hatte ein Interesse an Sprachen und dann dachte ich, okay, fängst du das mal an. Und das hat mich so fasziniert. Ich bin dann nach Freiburg und dann mit einem DAD-Stipendium ja nach Damaskus. Und das war für mich so faszinierend, dass mich das begleitet hat, also dass ich dieses Studium bis zum Ende gebracht habe. Das es gab jetzt keinen Impuls von außen, dass Sie jemanden also da hingestupst hat? Nein, vielleicht eher im Gegenteil. Ich glaube, ein Teil meiner Familie hätte eher gesehen, dass ich Apotheker werde oder irgend sowas. Aber mein Vater und meine Mutter, die haben mich immer in dem bestärkt, was ich tun wollte, wofür ich auch heute noch sehr dankbar bin. Und die haben das akzeptiert. Weil man weiß ja, wenn man Islamwissenschaft studiert, im ersten Moment nicht, was wird man später mal. Man wird vielleicht Journalist oder dass das jetzt das Goethe-Institut geworden ist, das wusste man ja damals nicht. Also das war man das, was man in den 70er oder 80er als brotloses Studium bezeichnet hat. Aber Orchideenfach. Ja. Aber es war faszinierend und ich habe unheimlich viel gelernt und bin sehr froh, dass ich das auch gemacht habe und mit Erfolg auch. Dann. Dieses Jahr in Damaskus, also Damaskus gilt vielen ja als die Stadt in der arabischen Welt. Haben Sie die damals auch so empfunden? Ja, ich empfand Damaskus, da war ich 23, ich empfand Damaskus als wunderschöne Stadt. Also ich bin natürlich schrecklich, was da im Moment jetzt passiert, aber es ist eine wunderschöne Stadt. Und ich habe sehr viele Freunde dort gewonnen, sowohl Deutsche, die auch dort studiert haben, aber auch syrische Freunde. Und wie soll ich das sagen? Und in diesem Alter ist man ja unheimlich offen für alles. Und in dieser Offenheit habe ich da sehr viel aufgenommen und habe da eigentlich auch beschlossen, gerne im Ausland arbeiten zu wollen. Wobei, was ich auch noch weiß, mir hat der Winter immer gefehlt. Mir hat ein bisschen der Schnee gefehlt und am Abend beim Rotwein sitzen oder Skifahren. Aber ansonsten war ich mir da sicher, ich will im Ausland arbeiten und leben. Mir fehlt ja immer eher der Sommer, aber gut, ja, das ist komisch, ja. Kann man sagen, dass das, ich sage mal, christlich-arabische Verhältnis zu dieser Zeit, Anfang der 80er Jahre, eher entspannter war als heute? Ich würde es jetzt nicht auf das christlich-arabische Verhältnis beziehen, aber die politische Situation, die allgemeine politische Situation war damals auch schon angespannt. Ja, also da gab's, ich hatte meine Magisterarbeit in Beirut geschrieben über ein Thema im Libanon und konnte lange nicht einreisen, weil da die Palästinenser gekämpft haben. Also der Konflikt, der zieht sich ja durch die Geschichte. Und das war damals, glaube ich, auch eine sehr brisante Situation. Also eigentlich eher unverändert. Ich glaube ja, nur wobei natürlich im arabischen Raum sich durch diesen arabischen Frühling sehr viel verändert hat. In der Gesamtstimmung, in der Gesamtaufstellung, in einer gewissen Unsicherheit, die ja auch positiv sein kann. Aber dieses Spannungsverhältnis in der Region, das ist, glaube ich, eine langdauernde Geschichte, ja. Aber der amerikanische Historiker Huntington hat ja diesen Begriff vom Kampf der Kulturen geprägt. Gibt es den oder ist das einfach nur, ich sag mal, ein Kampfbegriff? Ja, also
dieser Begriff Kampf der Kulturen, der wird ja immer wieder gebracht in solchen Dialoggeschichten. Ich halte ihn für etwas zu pauschal. Ja, also gerade aus unserer Arbeit heraus, wie soll ich das sagen, finden wir so viele Ansätze für den Dialog und für eine Offenheit auf beiden Seiten, einen Dialog zu führen, gerade auch im Kulturbereich, dass ich diesen pauschalen Begriff Kampf der Kulturen eigentlich ein bisschen überspitzt und manchmal in manchen Zusammenhängen auch fast gefährlich finde. Ja. Was erleben Sie in arabischen Ländern? Was für ein Bild herrscht da von Deutschland? Ich denke, dass insgesamt ein positives Bild von Deutschland herrscht. Ich hatte neulich ein langes Interview mit dem Schriftsteller Ala al-Aswani. Das ist also einer der bekanntesten arabischen Schriftsteller. Und er sagt Folgendes. Die Politik wird mit Misstrauen betrachtet. Die westliche Politik, sage ich mal. Auch weil viele Araber dem Westen Doppelstandards vorwerfen. Also sie sagen, wir sind für die Menschenrechte, arbeiten aber dennoch mit Diktaturen zusammen. Aber Ala al-Aswani sagt, zwischen den Menschen und zwischen den Völkern, bei Begegnungen, da gibt es viel Verständnis und viel Offenheit füreinander, einander zu verstehen. Und ich glaube, das ist ja auch für so ein Institut wie das Goethe-Institut wichtig, diese konkreten Begegnungen zu stärken. Also ich denke, man muss das auf zwei Ebenen sehen. Sie sind jetzt seit über 20 Jahren schon bei Goethes. Ja. War das immer Ihr Traum oder sind Sie da reingestolpert oder wie wird man das? Das ist natürlich eine Geschichte. Ja. Also ich war, als ich in Damaskus studiert habe, habe ich das erste Mal Kontakt mit dem Goethe-Institut gehabt und fand das spannend, ne? Eine Bibliothek und man trifft Leute und so. Und das ist ja dann auch so ein Sammelpunkt für richtig, die Auslandsdeutschen. Ja, aber nicht nur, aber auch vor allem für die Einheimischen auch. Mhm. Aber Einheimischen, die ähnliche Interessen haben, die sich für Deutschland interessieren, für Deutsch und für Sprachen und so weiter. Und ich habe dann, was man gar nicht weiß, ich habe Zivildienst am Goethe-Institut Freiburg gemacht. Das ist als Zivildienstleistender, das gibt's ja jetzt nicht mehr, konnte man dort die ausländischen Kursteilnehmer betreuen. Also wir haben Veranstaltungen gemacht, wir haben die begleitet zu den Ausländerbehörden. Und da habe ich gemerkt, weil ich dachte, vielleicht werde ich Islamwissenschaftler, also vielleicht schlage ich die wissenschaftliche Laufbahn ein, habe ich gemerkt, dass mir dieser Kontakt mit Menschen eigentlich unheimlich viel Befriedigung bringt. Und da war so für mich die Weiche gestellt zum Goethe-Institut. Nur beim Goethe-Institut war es damals so, auf 800 Bewerber haben 10 einen Platz gekriegt. Und ich habe dann vorher ein Journalistenvolontariat gemacht. Ach, wer hat das nicht? Aber mir hat das auch unheimlich Spaß gemacht. Und da habe ich auch viel gelernt, wie man schnell Texte schreibt, wie man schnell Situationen erkennt. Und da habe ich Dinge gelernt als Journalist, die mir heute noch helfen, meine Arbeit zu machen. Und ich wäre auch Journalist geworden, aber dann hat mich doch das Goethe-Institut genommen. Und was war Ihr erster Job? Was war Ihre? Mein erster Job, wir müssen ja eine Ausbildung machen. Und dann war ich Lehrkraft am Goethe-Institut in Prien am Chiemsee. Was für mich das zwar, ist jetzt nicht im Ausland. Wir mussten damals Deutsch unterrichten. Okay. Deutsch ist ja also eine. Üben. Ja, da waren wir schon ausgebildet. Üben. Wir wurden 10 Monate ausgebildet, davon 6 Monate als Deutschlehrer. Dann haben wir unterrichtet, richtig, als Lehrer. Und Prien hatte für mich zwei Seiten. Ich bin da sehr gern. Am Chiemsee ist eine wunderbare Landschaft. In Deutschland typisch deutsch, aber sehr wunderbar. Ja. Da haben wir auch diese Möbel her. Also sehen Sie mal, rustikal. Ne? Ja, klar. Aber man fühlt sich auch ein bisschen blockiert. Als 30-Jähriger will man dann in die Welt hinaus. Und ich saß da in Prien am Chiemsee und habe Deutsch unterrichtet. Also das war schon auch ein Moment der Frustration. Ich habe aber dann meine Frau dort kennengelernt. Also insofern war das eine sehr gute Zeit. Ja, Goethe bietet ganz viele verschiedene Aktivitäten an. Eine ganz besondere, die schauen wir uns jetzt mal an. Deutsche Techno-Beats treffen kenianischen Rap und Hip-Hop. Nairobi trifft Berlin. Ein Musikworkshop organisiert 2011 vom Goethe-Institut. Die Begegnung von zwei Musikwelten, die vorher nichts voneinander wussten. Afrika ist irgendwie außen vor in ganz vielen Dingen der Wahrnehmung von der westlichen Sichtweise. Was schade ist, weil es zumindest das, was wir jetzt in Kenia hier erleben, einfach mit den Klischees, die man kennt, so ganz und gar nichts zu tun hat. Neben den Gebrüdern Teichmann kamen auch Mode Selector und Jacuzzi aus Berlin und arbeiteten mit 14 Musikern aus Kenia. Der Techno-Beat aus der Hauptstadt der elektronischen Musik für afrikanische Ohren gewöhnungsbedürftig.
Ihre Musik ist weniger abwechslungsreich als unsere. Das soll aber nicht heißen, dass sie nicht interessant ist. Am Anfang war es schwer, wir konnten uns nicht verständigen. Aber nach und nach kam es. Wir haben der Musik des anderen zugehört und sie haben verstanden, welche Beats sie spielen müssen, damit wir darauf rappen können. Sie jammten und komponierten bei Sessions in Nairobi und Berlin, nahmen insgesamt 18 Songs auf. Die meisten gibt es inzwischen auch als Video, Beispiel Moto Millions von Uko Flani aus Nairobi und Jacuzzi aus Berlin. Also der Unterschied zu einer Sache, wenn man in Berlin ins Studio geht, war schon enorm. Vielleicht liegt es auch an der Musikalität, an Afrika. Man weiß es nicht. Ziel des Projekts, voneinander lernen und gemeinsam Neues schaffen. Horizonterweiterung für beide Seiten. Hey, aber das war jetzt kein Deutschkurs, den wir da gesehen haben. Nee, das war ein Projekt des Kulturaustauschs. Das ist ja eine unserer Säulen, Kulturaustausch zwischen Deutschen und Vertretern der Kulturszene unserer Gastländer. Aber jetzt so eine Musikgeschichte ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Nee, das ist ein typisches, sehr gutes Projekt des Goethe-Instituts. Das war ja auch sehr erfolgreich. Da gab es eine Plattenproduktion, die sich ja auch weltweit verkauft. Das ist unsere Arbeit. Also jetzt sag mal, Mann, der Ebert mit dem vielen Geld soll er doch Brunnen bohren und nicht Platten machen. Naja, eigentlich haben wir ja nicht genug Geld. Geht uns bei der Deutschen Welle sehr ähnlich. Wir haben einen Auftrag. Mhm. Der Auftrag des Goethe-Instituts ist Förderung der deutschen Sprache, Förderung des Kulturaustausches und Information über Deutschland. Und dafür kriegen wir unser Geld. Und das ist der Politik das auch wert und auch richtigerweise. Und wir können das auch nachweisen, was wir leisten. Das ist ja immer so das Problem, wie misst man das eigentlich? So ein Controller kommt ja und sagt so, jetzt mal Zahlen auf den Tisch, Herr Ebert. Ja, Erfolge, ne, messbar. Ja, Sie kennen das Geschäft. Das sind immer die Besucher, über die man sich im Jahr am meisten freut. Nee, aber ich denke, es gibt Dinge, die wir ganz klar mit Zahlen nachweisen können. Das sind Teilnehmer an unseren Kursen, die ja jetzt sehr stark ansteigen. Das sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer an unseren Lehrerfortbildungen. Also ganz klar unsere Eigeneinnahmen, die wir erzielen. Und es gibt dann die Kulturprojekte, die natürlich unheimlich viele Leute, Menschen, junge Menschen, die wir auch für Deutschland, bei denen wir auch ein Verständnis für Deutschland schaffen wollen, anziehen und ansprechen. Und da kann man natürlich sagen, mit dem und dem Projekt haben wir so viele junge Menschen erreicht, so viele Zuschauer, es wurde eine Platte produziert, die hat sich so und so oft verkauft. Aber die Wirksamkeit von Kulturarbeit misst sich nicht nur in Zahlen, das müssen wir auch sagen. Mhm. Und wir machen natürlich Evaluationen von Projekten, wo wir das genau beschreiben, was passiert ist. Aber Kultur ist der Bereich, der Bereich der Gesellschaft, wo sich Menschen treffen, wo Menschen zusammenkommen, jenseits von politischen Interessen und Wirtschaftsinteressen. Und ich glaube, Deutschland als wirklich globales Land ist auf diesen Austausch angewiesen, ist auf dieses Feld Kultur angewiesen. Und ich denke, in der Politik wird das auch so gesehen, obwohl ein bisschen mehr Geld nie schaden kann. Wo wird das nächste Goethe-Institut aufgemacht? Also wir überlegen, in das nächste Goethe-Institut in Birma, in Myanmar, aufzumachen. Da hat die Staatsministerin jetzt einen Vertrag mit dem Kulturministerium unterschrieben, der es uns ermöglicht, da zu eröffnen. Also die Regierung in Myanmar, in Rangun, muss das erlauben? Na, das ist zwischen den Staaten. Ja. Wir brauchen ein paar Bedingungen, die für ein Goethe-Institut wichtig sind. Sie können jetzt nicht irgendwo in Land rein und sagen, das Goethe-Institut wird nie was machen, was jetzt nicht im Interesse des Landes ist oder was da nicht gewollt wird. Es braucht schon so einen Überbau. Und da gibt es jetzt das erste Abkommen und jetzt hoffen wir, dass wir das Geld finden, um das dort zu eröffnen. Und gerade Birma, also Myanmar heute, das ist natürlich ein Land, das jetzt 40 Jahre lang geschlossen war. Mhm. Wo jetzt von oben so eine Art Reform eingeleitet wird, wo man aber gar nicht weiß, wie man gewisse Dinge gesellschaftlich organisieren soll.
Und da ist natürlich so ein Goethe-Institut, das da mit einem offenen Angebot reingeht, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Institution. Es gibt wahrscheinlich einen Riesenhunger nach natürlich, jeder Art deutsche von, Sprache, ja. Kultur. Also da ist eine riesige Offenheit. Ich war ja in den 90er Jahren, als die Sowjetunion aufgemacht hat in Riga, also in Lettland. Mhm. Und auch da war so ein Gefühl, alles wissen zu wollen und so eine sehr große Offenheit, die für uns als Kulturinstitut unheimlich spannend war. Und wie funktioniert das? Dann fahren Sie nach Rangun, mieten Büroräume an und das, was machen das, Sie das dann als Vorgehen. Erstes? Also erst müssen wir das Geld finden. Okay, alles klar. Okay, wir haben das Geld. Mhm. Dann überlegt man, welcher Kollege oder welche Kollegin geeignet wäre, das zu eröffnen. Mhm. Ein Pionier? Der Pionier, ja. Der tolle Aufgabe. Ja, also es super, gibt, ja. Super, es war echt Spaß. Und der oder die Kollegin gehen dann dahin, mieten Räume an, suchen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und, wichtig, treffen die Partner, weil das Goethe-Institut macht immer nur Programme, die mit den Partnern zusammen entwickelt werden. Das heißt, sie treffen den Kunden, also Musikschule, den Partner oder die Kunsthalle oder also was. Ich habe jetzt nicht sehr viel in Rangun gesehen, also die kulturellen Spieler, ja. Und sagen, okay, was ist für euch aus Deutschland interessant, was können wir gemeinsam machen? Und dann entsteht ein Programm. Und dann baut man Sprachkurse auf, da braucht man einen Spezialisten, der sich für Sprachkurse, der sich da auskennt. Dann nimmt man Kontakt zu den Universitäten auf und so weiter und so weiter. Also das entfaltet sich dann und wir glauben, in diesem Land wäre ein großes Interesse an unserem Angebot. Haben Sie das selber auch mal gemacht, irgendwo so ein Büro aufgebaut? Leider nicht. Also ich hätte das gerne mal gemacht. Das klingt echt spannend. Es ist spannend. Aber ja. Als ich in den 90ern in Kiew war, war das Büro gerade im Aufbau. Mhm. Wir saßen da im kleinen, in der dritten Etage von der Bibliothek in einem 100 Quadratmeter großen Raum mit 16 Leuten. Haben von dort aus war extrem kuschelig, aber gut für die Kommunikation und haben von dort aus mit den Partnern Programme entwickelt. Und das war auch so eine Zeit, wo unheimlich viel Interesse an Deutschland war, an deutscher Sprache. Und dann habe ich begonnen, den Neubau vorzubereiten, der aber dann erst von meiner Nachfolgerin fertiggestellt wurde. Ich war dann zur Eröffnung eingeladen, das war sehr schön. Aber ganz von null habe ich noch nicht aufgebaut. Jetzt einfach mal auch eine egomanische Frage. Die Deutsche Welle ist ja, also wir sind ja praktisch auch so eine Art kulturelles, mediales Schaufenster in die Welt. Sie sind die Vertreter Deutschlands vor Ort. Ergänzt sich das? Ja. Konkurriert das? Das ergänzt sich sehr gut. Also die Deutsche Welle ist oft Medienpartner von uns. Und berichtet über unsere Veranstaltungen. Wir haben beispielsweise an vielen Instituten Deutsche Welle-Punkte, wo die Zuschauer quasi die Angebote der Deutschen Welle wahrnehmen. Public Viewing. Ja, Public Viewing machen wir meistens bei der Fußball-Weltmeisterschaft. Ja. Aber das ist dann meistens so im Foyer eine Säule mit Deutschen Welle-Angeboten, mit dem Fernseher, mit dem Computer. Und so ergänzen wir uns, arbeiten im Sprachbereich auch teilweise zusammen. Also ich denke, das ist schon eine ganz gute Symbiose. Wenn man Ihren Stil beschreiben soll, wenn irgendwann in 100 Jahren die Geschichte der Goethe-Institute geschrieben wird, die Ära Ebert, was würden Sie sagen, ist Ihr Kennzeichen? Unbescheiden. Also ich möchte Dinge ermöglichen. Ich möchte die Struktur schaffen, dass die Kolleginnen und Kollegen die Dinge, die an ihren Orten wichtig sind, unsere Entscheidungen werden ja vor allem auch dezentral getroffen, ihre Vorstellungen ideal verwirklichen können. Also Sie sagen nicht, die müssen jetzt alle Goethe auswendig lernen? Oder? Nee, das sowieso nicht. Und dann gibt es natürlich ein paar Dinge, die wir gemeinsam setzen. Mhm. Also wir wollen stärker in den Bereich Digitalisierung, also Kulturprogramme, die mit Digitalisierung verbunden sind. Wir wollen unser Netzwerk überprüfen, das heißt, sind wir an jedem Ort richtig aufgestellt? Wir wollen eine vernünftige Strategie aufbauen, dass wir auf die Fragen der Zukunft antworten können. Ja, es kommen ja im Rahmen der Globalisierung immer neue Themen auf uns zu. Und es ist nie fertig, ne? Und es ist nie fertig. Ja. Das heißt, Sie müssen im Institut so eine Offenheit kreieren, um diese Fragen aufzunehmen und zu sagen, da müssen wir jetzt dort das machen, da müssen wir das machen. Also es ist schon wichtig, dass man von der Zentrale gewisse Kanäle, gewisse Zeichen setzt. Oder was ist jetzt in Europa? Ist ein großes Thema. Da denke ich natürlich zentral drüber nach. Und da sind aber die Kollegen aus dem Ausland beteiligt. Ja. Also diese großen Linien, die werden schon von uns als Vorstand mit den anderen Führungspersönlichkeiten im Institut vorgegeben. Aber wichtig ist, dass die Kollegen vor Ort ihre Programme entweder länderübergreifend oder vor Ort mit der Kulturszene optimal durchführen können. Sprachprogramme, Kulturprogramme. Und ich glaube, da die Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist die große Aufgabe. Ja.
Tja, eine Fremdsprache gibt es auch Trends. Nicht? So zu meiner Zeit hieß es unbedingt Spanisch lernen, jetzt natürlich Chinesisch, weil ne, die sind ja jetzt, haben ja überall das Sagen. So, und wo steht das Deutsche da, so im internationalen Ranking? Gibt es uns überhaupt noch in 50 Jahren? Na, das Deutsche steht im Moment wieder sehr gut da. Also wir haben in vielen Ländern in den letzten Jahrzehnten eher so eine Stagnation gehabt, auch Rückgang. Mhm. Also beispielsweise in Osteuropa, wo die Zahlen sehr hoch waren, auch ein Rückgang. Aber im Moment haben wir einen Boom. In Europa? Nee, also das ist an ganz interessanter Weise an ganz unterschiedlichen Stellen. Also wenn wir uns vielleicht erstmal bei Europa uns das angucken, da ist eine unheimliche Nachfrage in Südwesteuropa, also in Spanien, Portugal, auch Südosteuropa, Griechenland. Also die Krisenländer. Also die Krisenländer, wo natürlich schon die Motivation ist, wir haben sie auch in dem Filmbeitrag gehört, vielleicht Arbeit zu finden in Deutschland. Mhm. Und das trifft sie eigentlich ganz gut, weil die deutschen Arbeitgeber natürlich auch gutes Personal suchen im Moment. Also insofern ist das so eine Mobilität in Europa von Arbeitskräften, die vielleicht nach Deutschland kommen, dann vielleicht auch wieder zurückgehen. Und das Missing Link eigentlich, das Verbindungsstück ist die deutsche Sprache. Mhm. Weil die müssen ja dann doch einigermaßen Deutsch können, wenn sie herkommen. Und deswegen haben wir doch in Spanien jetzt einen Zuwachs von 40% an Kursteilnehmerinnen. Es sind wirklich junge Spanier, die sagen so die jetzt sagen, hier mal. Ich brauche das für meine Zukunft, Deutsch zu lernen. Ja, also ich brauche eine zusätzliche Qualifikation und das eröffnet mir einen neuen Weg. Und deswegen machen wir das. Und wir arbeiten da auch konkret. Ich war jetzt gerade in Lissabon am Goethe-Institut. Da gibt es einen Kurs für Krankenpfleger, portugiesische Krankenpfleger, die von einem Krankenhaus in Frankfurt ausgewählt wurden und dann bei uns den Sprachkurs machen. Also wie das Goethe-Institut ja schon immer gemacht hat. Also Menschen, die nach Deutschland gehen, beispielsweise zum Studium, die Möglichkeit zu geben, sich in der Sprache fortzubilden. Das passiert jetzt im Rahmen der Fachkräfte. Mhm. Und ja, spannende Entwicklung. Und in welchen anderen Regionen der Welt also ist Deutschland? Was wir sehen, ist, also China ist auch ein größeres Interesse. Ich denke, das hängt auch mit einem allgemeinen Bildungsstandard zusammen, der wächst. Und da werden Fremdsprachen interessant, neben dem Englischen noch eine zweite Sprache zu lernen. Dann haben wir ein Riesenprojekt in Indien. Mhm. 1000 Schulen heißt es. Ja? Also da will eine staatliche Schulkette will an 1000 Schulen Deutsch einführen. Mit ihrer Expertise. Da unterstützen wir. Ja, da bilden wir Lehrer vor, okay. Da machen wir Jugendprogramme da und so weiter und so weiter. Das ist aber ein hoher logistischer Anspruch. Ich wollte gerade sagen, das ist schon ordentlich. Aber also wir sehen, und was vielleicht zugrunde liegt, was wirklich sehr gut war, ist das sogenannte Partnerschulprogramm, das vor einigen Jahren gestartet wurde, wo mehrere Organisationen im Auftrag des Auswärtigen Amts Schulen besonders betreuen und besonders fördern. Und das hat viele Impulse gegeben. Also wir fördern beispielsweise über 500 Schulen mit materieller Ausstattung, mit Jugendstipendien. Und plötzlich kriegt Deutsch da so eine besondere Aufmerksamkeit. Ja, es ist interessant, weil wenn man sich mal so die Auslandspresse anguckt, könnte man den Eindruck haben, naja, so doll ist das Ansehen gerade auch nicht. Ne? Die Kanzlerin hat in Europa jetzt die Führungsrolle und drückt allen anderen den deutschen Sparkurs auf. Und na, ich glaube, es geht in zwei Richtungen. Natürlich ist das, was wir in den Medien wahrnehmen, und das nimmt man als erstes wahr, was da so negativ berichtet wird. Auf der anderen Seite wird Deutschland auch viele Dinge werden positiv gesehen. Stabilität, die Wirtschaft läuft einigermaßen, es gibt Arbeitsplätze, ja, es ist sogar eine Nachfrage nach Arbeitskräften, also das wird positiv gesehen. Hier sind das gelobte Land, dass es so weit jemals kommen würde. Ja, also ich denke, gelobte Land ist mir zu übertrieben, aber es wird positiv gesehen, was also hier es wird abläuft und was ganz wichtig ist, wir sind ja in Europa, ja, das heißt, jeder kann überall sein. Man muss kein Visum haben, Arbeitserlaubnis ohne Probleme. Und das heißt wiederum, das, was Europa immer will oder das, worauf Europa fußt, nämlich Mobilität, das passiert jetzt in dieser Situation. Mhm. Also das ist auch eine gewisse Chance. Ich hoffe, dass das alles gut läuft. Ne? Der Schwabe fragt natürlich immer, was kostet es? Jetzt bin ich junger Portugiese oder Spanier, komme zu Ihrem Goethe-Institut nach Madrid oder Lissabon und sage, ich möchte Deutsch lernen. Dann sagen Ihre freundlichen Mitarbeiter,
komm noch rein. Das ist kostenpflichtig. Das kostet, ja, echt, das kostet echtes Geld. Nein, das kostet so viel, wie Sprachkurse in dem Markt jeweils kosten. Also, wir sind nicht, also es gibt nichts geschenkt. Nee, weil das ist ja ein hohes Gut, eine Sprache zu lernen. Ja? Und unsere Institute sind auch auf die Einnahmen angewiesen, um ihre Arbeit machen zu können. Lehrer bezahlen zu können, Mieten bezahlen zu können. Wir machen keinen Gewinn. Aber wir finanzieren natürlich gewisse Dinge gegen und das halte ich auch für richtig. Also man soll, wenn so eine Nachfrage da ist, auch sagen, wir bieten hier diese Qualität, diesen Standard, der ja weltweit anerkannt ist und das kostet halt dann so und so viel. Aber es gibt auch Stipendien. Es gibt auch Stipendien. Also die Möglichkeit, gefördert zu werden. Wie komme ich jetzt daran als junger? Ja, also die Stipendien, die sind ja vor allem fürs Studium. Das heißt, die laufen eher über den DAAD. Mhm. Das Goethe-Institut selbst gibt vor allem Lehrerstipendien, also Fortbildung von Deutschlehrern, die dann in ihren Bildungssystemen wieder wieder einen interessanten und lebendigen Unterricht machen sollen. Also hier ist unsere Aufgabe bei den Stipendien eher, die Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer zu fördern. Also wir geben direkt keine oder sehr selten Stipendien an Sprachkursteilnehmer. Gibt es auch ein kleines Programm. Aber wenn zum Beispiel Studenten, die nach Deutschland kommen, Deutsch lernen wollen, dann ist es meistens über ein Gesamtstipendium aus dem DAAD oder anderen Organisationen gefördert. Ist merkwürdig, nicht? Vor ein paar Jahren haben sich unsere Politiker noch über Begriffe gestritten, ob wir jetzt ein Einwanderungsland sind. Und dürfe man das überhaupt sagen? Das ist sowas von vorgestrig. Natürlich sind wir ein Einwanderungsland. Naja, jetzt gab es ja den Demografiegipfel der Bundesregierung. Ja. Wo hochrangige Arbeitsgruppen gebildet wurden. Und eine Gruppe ist wirklich Willkommenskultur und Fachkräftewanderung. Also Willkommenskultur, das klingt so ein bisschen sehr nett. Haben wir die schon als Deutsche? Ich bin mir da nicht so sicher. Das ist für mich eine große Frage. Ich denke, wir können da noch besser werden. Ich meine, wir kriegen nicht mal die Schwaben hier in Kreuzberg integriert. Wieso? Die haben doch schon übernommen. Die haben doch schon übernommen. Aber da ist noch Luft nach oben. Da kann man schon Dinge besser machen. Aber das Wichtige ist ja immer, dass man sich Gedanken drüber macht, wie wir es verbessern können. Und ich glaube, dieser Prozess ist im Moment in Deutschland im Laufen. Und ich denke, das wird auch gut vorangehen. Jetzt können Sie mal richtig angeben. Klar, Deutsch, Schwäbisch. Schwäbisch natürlich, Englisch, ist ja meine Muttersprache. Englisch, Französisch, Arabisch habe ich studiert und Russisch. Russisch habe ich in Kiew gelernt, ja. Aber jetzt das nicht so super, aber ich kann mich aber ganz Sie gut kommen, unterhalten. Also jetzt nicht, sagt man, nicht verhandlungssicher, aber ich kann Dialog führen, sprechen, das kann ich. Hat das in Ihrem Kopf was bewirkt? Also mit Sprache kommt ja auch immer so ein Stück Kultur. Was macht das, wenn man so viele Sprachen auf einmal beherrscht? Ja, ich habe es ja nicht auf einmal gelernt, sondern die da alle so gleichzeitig drin sind. Also was ich immer merke, erstens glaube ich, dass es wirklich so ist, wie Sie sagen, Sprache ist immer auch Kultur. Das heißt, wenn man eine Sprache lernt, interessiert man sich automatisch auch für die Kultur und versucht mehr zu wissen. Das war bei mir ganz genauso. Und was ich merke, ist Arabisch und Russisch. Das überlagert sich irgendwie in meinen Festplatten. Und wenn ich dann spreche, dann tauchen beim Arabischen plötzlich russische Wörter auf und umgekehrt. Und dann gucken mich die Leute an. Was will er uns sagen? Und ich merke es dann gar nicht. Ja, ist das in Ihrer Familie? Ihre Frau ist Amerikanerin mit laotischen Wurzeln? Meine Frau kam als Kind aus Laos in die USA, ist dort aufgewachsen. Wie gesagt, wir haben uns beim Goethe-Institut kennengelernt. Also ich muss meinem Arbeitgeber sehr dankbar sein. Wir haben drei Kinder. Die sind jetzt das erste Mal in Deutschland, die sind 6, 8 und 10 Jahre alt. Und wir sprechen zu Hause Deutsch und Englisch. Also meine Frau spricht konsequent Englisch, ich spreche konsequent Deutsch. Und sie haben noch Russisch gelernt in Moskau, wo wir zuletzt waren. Ja? Und wir haben jetzt auch ein russisches Au-pair, sodass dieses Russisch hoffentlich auch erhalten bleibt. Also die kriegen jetzt schon mal drei Sprachen, Deutsch, Englisch, so praktisch so am Esstisch mitgeliefert. Ja, genau. Und das geht auch gut. Also das ist... Wobei wir immer sagen, es gibt eine Hauptsprache, das ist Deutsch, weil die waren auf der deutschen Schule, die sind jetzt hier in der deutschen Schule. Das heißt, die lernen, das ist ihre Hauptsprache, ihre zentrale Sprache. Weil das Problem ist ja, es gibt auch Leute, die sehr, sehr viele Sprachen lernen und am Ende gar keine mehr richtig können. Also das wollen wir natürlich nicht. Aus Ihrem bewegten Leben haben wir hier ein interessantes Dokument. Ihr Büro in Kairo, in Ägypten. Das muss man sich mal von nahem anschauen.
Das ist tatsächlich ein Auto, was da steht. Das ist ja ganz modern, jetzt mit dem Auto zum Schreibtisch zu fahren. Ein Drive-In. Nee, das ist ein echtes Auto. Das ist ein Kunstprojekt, das ist ein echtes ägyptisches Taxi. Ja, wir hatten ein Kunstprojekt, also wo Künstler aus Deutschland sind immer fasziniert, wenn sie nach Ägypten kommen, also kommen, wenn sie die Autos sehen, die Taxis. Ja, es gibt ja unheimlich viele Taxis. Und die Künstler haben ein Projekt gemacht, wie sich Außenwelt und Innenwelt durchdringen, und haben dann für einen Monat ein Taxi in mein Büro reingestellt. Also da waren dann auch Besucher da. Normal hing da immer noch so eine rote Kordel, wo dann die Besucher mich angucken konnten. Und Sie waren Teil des Kunstprojekts? Ja, ich war Teil des Projekts. Können Sie ja von Glück reden, dass Sie da nicht ein Flugzeug oder Straßenbahn reingestellt haben? Ja, da ist das Büro zu klein. Ja. Nee, aber es war ein wirklich gutes Projekt. Und weil es geht in Kairo, da gibt es ja auch eine Idee dahinter, viel um öffentlichen Raum. Ja. Wie besetzt man den öffentlichen Raum mit Kunst? Mhm. Und so ein Goethe-Institut ist ja auch eine Art öffentlicher Raum. Und das war quasi die Antwort der Künstler auf diese Frage. Wie bringt man öffentlichen Raum und Kultur und Straße zusammen und löst eine kleine Irritation aus? Ich finde, das ist schon eine mittlere Irritation. Nein. Was ich sehr beruhigend finde, ist, dass Sie einen relativ unaufgeräumten Schreibtisch haben. Das hätten Sie jetzt nicht sagen. Nein, ich finde das positiv. Also, ich finde das positiv, weil man denkt, so der deutsche Schreibtisch, das ist alles so zackig und sauber und so. Meiner sieht genauso aus. Ich habe ein System. Es gibt hochinteressante Untersuchungen, die sagen, Unordnung hat ein System. Derjenige, der sie schafft, weiß genau, wo was liegt. In dem Moment, wo sie aufräumen, finden sie nichts wieder. Bei mir ist das so. Also ein Lob der Unordnung. Wir kommen zum Schluss zu unserem knallharten, typisch Deutsch-Spiel. Sie kriegen zwei Antwortmöglichkeiten zur Auswahl und müssen sich dann für Sachen voneinander... Also sie müssen sich für eins entscheiden. Also Goethe oder Schiller? Goethe. Okay, Rap oder Klassik? Oh, ja. Beides. Ja, beides. Okay. Macht man das? Ja, Rammstein oder Heino? Oh. Das ist gemein. Rap. Mensch, Rap. Oh, ja. Beim Essen ist es natürlich schwierig. Sie haben so viele verschiedene Kulturen, aber lieber Spätzle oder lieber Falafel? Spätzle. Da sind gar Sie. Okay. Ich hatte auch immer im Ausland eine Spätzle-Espresse in meinem Gepäck. Also so, ja. Und wenn das Heimweh ganz groß wurde? Ja, dann gab es kein Spätzle oder so. Nein, das muss schon sein. Bier oder Wein? Ja, Wein. Rot oder Weiß? Rot. Und dann ein Trollinger? Auch ein Trollinger, aber auch einen spanischen Wein oder einen französischen. Aber Trollinger mag ich auch. Wo war die Lebensqualität am größten, wo Sie sagen, so, das war für Genießer das Tollste? Also an den Orten, wo ich war, jetzt für Genießer, Genießer des Essens, meinst du? Ja, so. Also ich habe in jedem Ort, wo ich war, sehr gute Gerichte gefunden. Also ein russischer Borscht oder ein russisches Schaschlik ist wunderbar. So, und alles klar. Vielen Dank, Herr Ebert. Ein Mann, der sich überall wohlfühlt. Das war schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.